Herzlich willkommen in der Data Radio Challenge Arena. Dieses Mal geht es um die 1000-Euro-Challenge von Jessica. Sie fordert Moderatorin Svenja heraus, denn Jessica meint, sie schafft es nicht, innerhalb von 3 Minuten 72 Bierflaschen, das sind genau 3 handelsübliche Kisten, mit dem Feuerzeug zu öffnen. Svenja ist da, Svenja ist heiß, Svenja will es packen. Okay, auf die Plätze, fertig, los! Ran an die Buddeln. Ja, die erste ist offen und ab jetzt muss sie einfach dem Drang widerstehen, nicht gleich auch loszutrinken. Denn dafür fehlt einfach die Zeit. Das sind die Raffinessen in dieser auch psychologisch sehr harten Challenge. Das Problem ist, dass alles scheiße nass wird, jo. Ja, und trotz der widrigen Umstände hat sie jetzt einen Lauf. Ja, sie ist im Klo, würde ich schon fast sagen. Sie beißt. Und die Kronkorken fliegen nur so durch die Arena. Svenja ist jetzt in dem Modus, in dem sie sein muss. Sie ist ein Aggressive Leader. Die ersten Bierfontänen werden gezündet. Svenja, gefeiert werden soll doch nach der Challenge, Mensch. Eine Minute. Sie geht über in die Brummschreitechnik. Letzte Kiste. Nur noch Brechstange jetzt. Schmutzig zum Erfolg. Hat sie etwa konditionelle Mängel? Die letzten 10 Sekunden. Wir brauchen Wunder. Aus! Aus! Die Challenge ist aus! Ich weiß, es ist sehr hart, jetzt direkt so nach der Niederlage, aber was war da denn los? So kurz vor Schluss, eine Reihe hat noch gefehlt, konditionelle Mängel, Svenja, oder was? Nein, es war alles sehr, sehr rutschig und ich bin sauer. Es hat noch eine Reihe gefehlt, Mann. Ja, so leicht kommt man an 1000 Euro. Jessica, die gehören jetzt dir, wenn ihr auch 1000 Euro braucht. Ne? Vielleicht, kann ja mal ganz gut sein. Dann postet hier unter eure Challenge und abonniert hier oben, wenn ihr bei YouTube seid. Auf jeden Fall. Ja, wir, das riecht ja schon nach Wochenende, würde ich sagen. Nehmen wir uns hier nochmal eine Buddel. Ach, guck mal, die ist schon offen. Hau weg, die Scheiße. Oh.